Gas gefasst, Jungs. Yeah, es ist ein unglaublich schöner Tag. Und draußen ist es warm, er ist auf dem Weg nach Hause mit der Bahn. Schaut aus dem Fenster, lässt den Garten frei laufen. Ich bleib so schön, aber der Lärm ist lange noch nicht drauf. Parmen steigt ein und rollt wieder aus. Er wechselt gerade das Lied und plötzlich tappt da die TV. Und er lacht sich wow, sagt die Kleine, bleibt es frei. Sie lacht und er lacht sich nur mit dir, komm, sprich sie an. Das ist das Schönste, was du je gesehen hast. Und sie hat sicherlich kein Mann. Hör dich nicht so an, denn ich jetzt war da. Alles, was man hört, ist mein Herzschlag. Was soll ich nur sein? Das knockt mich aus. Ich bin einfach da, aber ich mich doch nicht traut. Mein Kopf ist voller Wörter, doch es kommt nichts raus. Und sie steht auf, steigt auf und sagt: Bye, 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 meine Liebe des Lebens. Wir haben hier beide, wenn uns nie wiedersehen. Kann schon sein, dass man sich im Leben zweimal begegnet. Was beim zweiten Mal dann einfach zu spät ist. Es ist ein unglaublich schöner Tag. Draußen ist es warm, sie hat Bock auf Shopping, also in die Stadt. Sie braucht so Sachen, die Frauen da eben brauchen. Wir kriegen eine neue Tasche, außer dem will ich schauen. Also los, ab in die Bahn. Zu dich im Ticket fehlen, ziemlich viele Fahrt. Ist ja ganz schön hart. Doch da sieht sie diesen bitte, 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 komm. Sprich sie mir an. Es ist ganz egal, was sie jetzt sagen will. Ich spring auf an. Also komm, du bist mein Mann. Wir gehören zusammen. Ich jetzt wandern, ich hör mein Herz. Was soll ich nur sagen? Das knockt mich aus. Ich bin ein Versager, weil ich mich doch nicht trau. Mein Kopf ist voller Wörter, doch es kommt nichts raus. Sie steht auf, steigt auf und sagt: Bye, 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 meine Liebe des Lebens. Ja, wir beide werden uns nie wiedersehen. Kann schon sein, dass man sich im Leben zweimal begegnet. Doch es war zweiten Mal dann einfach zu spät. Bye, 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 bye. Was soll ich tun, wenn es war zweiten Mal dann einfach zu spät? Bye, 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 bye. Yeah, 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 yeah. Was soll ich nur sagen, das macht mich aus. Ich bin ein Versager, weil ich mich doch nicht trau. Mein Kopf ist voller Wörter, doch es kommt nicht raus. Aus allem. Das ist so, ihr habt so einen Spaß da und ihr, ich finde das aber auch so super süß. Ich finde es mega und wie ihr das gemacht habt und so den Song, das Timing ist einfach so toll. Dankeschön. Dankeschön. Vielen, vielen Dank für diesen Moment. Also ich kann auf jeden Fall spüren, dass Marc extrem genervt ist, dass ihr in meinem Team seid. Nö, ich bin einfach nur Fan. Das ist mein Lieblingsbattle aller Zeiten gewesen. Ich möchte dieses Battle, ziehe ich mir jetzt auf mein Telefon und gucke mir das den ganzen Tag an. Jetzt wäre der Moment, jetzt könntest du noch Autogramme von den dreien haben. Ja, nee, ja, komm, schreib dir mal ein Autogramm. Ja, gerne. Schreib doch mal dem Forst ein Autogramm. Und gleich? Für Marc. Das musst du vielleicht ein bisschen abkürzen. Jorin, nerv mal nicht. Ja. Das ist guck mal, das ist ja schon so ein richtiges Ziel. Melanie, jetzt du auch noch? Oh. Dankeschön. Jetzt brauchst du auch nicht traurig sein. Dankeschön. Danke dir. Dein eigenes Autogramm. Mädels,
Mädels, ihr habt das super gemacht. Also es gibt überhaupt nichts auszusetzen. Es war perfekt. Danke. Danke. Die Entscheidung jetzt ist natürlich super schwierig für mich. Dieses Battle hat alle so begeistert. Darauf könnt ihr echt richtig stolz sein, Mädels. Dankeschön. Dankeschön. Ich möchte sagen, wer mit mir ins Halbfinale geht. Okay, komm, Mädels, alle zusammen. Oh je. Ich gehe ins Halbfinale mit. Magdalena.